Hallo und herzlich willkommen bei einer Servervorstellung vom Server Wild. Dieser Server bietet RVR-Schlachten, Rollenspiel und natürlich PvP, vor allem die Gladiatoren-PvPs und Abenteuer-PvPs, alles Mögliche und natürlich Freebuild und danke für die Karotten, King, Kev Game. Und hier ist der King Mila und das sind so einige meiner Stammspieler. Es gibt natürlich viele mehr. Ich zeige euch alles mal auf einem höheren Standard. Also wir haben schon recht viel gebaut. Hier sind überall die Weltenportale. Wir fangen mal an mit der Stadt. Also kurz hier. Hier haben wir die Marktplätze. Hier werden noch mehr Marktplätze kommen. Da gibt es ein Plugin, wo ihr dann handeln könnt. Verschiedene Sachen. Zum Beispiel, was ich besonders gut finde, sind die orangen Wassermelonen. Und die dunkelgrüne Karotten. Dann haben wir hier drin einen Easter Egg. Ja, eine Einleitung zu den Easter Egg. Die sind versteckt. Momentan sind es 5. Und es wird ungefähr pro Woche 1 bis 3 neue Easter Eggs geben. Die werden von mir ja, gemacht. Also hingestellt und so weiter. Und das weiß wirklich nur ich. Die anderen Admins und so können es ja suchen, aber ob sie es auch finden, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal das erste Gebäude, was noch nicht fertig ist ganz, weil unser Bilder nicht hier ist. Aber der kommt bald wieder. Und hier zum Beispiel eins, hier oben haben wir auch das Admin Center zum Beispiel hier drin, seht ihr, da haben wir zum Beispiel zwei, ja, Owner-Tische. Also ich bin ein Owner und wurde zum Gott. Wir haben alle Ränge verunstaltet, also einfach geändert. Und ich bin zum Beispiel, ja, der Gott und er ist der Teufel. Dann kommen die Engel, zum Beispiel Kev und King Mila. Jo, hier haben wir den Streichelzoo für Engel und so. Hier drüben haben wir die Sachen, wo der Kennedy gesagt hat, ich bin ein Berliner, haben wir einfach umbenannt in ich bin ein Brandenburger und ich bin ein Basler. Ich bin ja ein Basler, also Basel von Basel. Da haben wir Amboss für Trolle und Trollwerder und hier die Schäde. Die Flaggen und so weiter. So, dann machen wir vorwärts noch ein bisschen. Hier drüben haben wir die Station, die im Bau ist. Einfach so Fernsehstation und so weiter, Fernsehturm. Und ja, der Bakua und Taigua haben zum Beispiel hier noch ein Gebäude gebaut, das auch noch nicht fertig ist. Die machen ihre Gebäude nicht fertig, das geht mal gar nicht. Hier ist es leider auch noch nicht fertig, aber oben ist es schon mal fertig, also. Ja, es ist alles noch sehr frisch, also es ist erst öffentlich geworden, der Server. Davor war er whitelistet und so. Hier haben wir zum Beispiel immer zwei Sachen. Hier haben wir dann die Ruhmeshalle. Davor sind die Köpfe der größten Leute. Also hier haben wir zum Beispiel noch Kev, 1997 heißt er. Das ist der Drago Basa, den kenne ich glaube ich nicht so gut. Und hier ist der Sesslik 95 als der Teufel. So, hier haben wir ein DFC. Ihr könnt wahrscheinlich sehen, was das genau ist. Eine Anspielung auf KFC. Und ja, hier ist einfach Restaurant. Könnt ihr Sachen bestellen. Dort hinten sind die Sachen, die es so gibt. Und hier die Preise. Klo gibt es auch noch. Männer und Frauen. Und jo. Sehr schön gemacht von Bakwal. So, jetzt gehen wir noch zum Fernsehturm. Der ist hier. Da habe ich einfach mal ein bisschen farbig gemacht, weil Fernsehstationen für mich immer ein bisschen langweilig sind. Da haben wir schon mal einen Prototyp eines Lastwagen, also so einen Lieferwagen gemacht. Aber der wird natürlich noch viel besser aussehen. Ja, der Turm, der wird in der Mitte noch höher werden. Es muss ja auch ein Fernsehturm sein. Oh, der Bakua ist hier. Sehr schön. Ja, dann gehen wir weiter. Also die Arena, die wird größer. Wir haben jetzt einfach mal abgesteckt, wie die soll. Und soll eigentlich auch ein Kolosseum werden, also ganz rund.
Und hier haben wir zum Beispiel das Klo. Da dürft ihr natürlich aufs Klo gehen, wenn ihr gerne Rollenspiel macht. Und hier unten dürft ihr gerne auch mal selber ein bisschen schauen, was genau so stinkig da unten ist. So, jetzt kommen wir zur Schokolade. Da ist eine normale Milchschokolade und hier ist eine Toblerone. So, mit Leck. Das ist das Schlammloch. Tierfall 2.0. Jetzt ist gerade kein Tier mehr drin, weil wir die getötet haben. Und hier rein müsst ihr auch gehen. Das ist nämlich die Klempner-Kanalisation. Da ist unten Luigi, Mario, Peach und Bowser und noch ein paar andere Köpfe. Können wir alle herstellen. Ah ja, das Logo möchte ich natürlich auch noch zeigen. Das Logo sieht noch richtig cool aus. Habe ich gut hinbekommen mit Hilfe von King Mila und Kev. Ja. So, richtig teuflisch also. Zum Planeten kommen wir dann kurz später, aber zuerst möchte ich noch in der Arena, also nein, nicht in der Arena, in der Burg hier. Hier haben wir einen Boxring, da dürft ihr Boxkämpfe machen, wenn dann das PvP auch an ist. Hier ist die ja, Eventstation, Theater und natürlich Song, alles mögliche, einfach eine Bühne. Hier rein könnt ihr, wenn ihr eben was vorhabt, hier ist eine Orgel von Novolem und ein Flügel von Novolem. Und die Security ist plötzlich weggepackt. Da war noch die Community, also die Security, einfach ein paar Leute. Also, das ist noch mein Kaktussi. Sagen viele Leute immer Kaktussi. Also Kakteen, also Kaktus. Kaktusse. Und dann Kaktussi. Habe ich das einfach mal ein bisschen übernommen. So, hier haben wir die Burg von King Mila. Er hat es recht modern mit Mittelalter kombiniert. Das sieht recht cool aus. Bietet auch etwas zum Wohnen. Hä? Dann kommen wir zur Villa eines komischen YouTubers, der schon über 2700 Videos gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, aber scheinbar Drago Basler. Ja, meine Villa. Die habe ich einfach so gebaut, damit ich auch eine Villa habe. Zum Teil im Survival-Modus gemacht, also alles der Grundbau, das Dach und der Rest habe ich dann im Kreativ-Modus gemacht. Ja, hier haben wir überall Boxen, ja natürlich der Fernseher und hier ist die Stereoanlage, so richtig modern und alles. Dann haben wir hier eine Sauna, auf die gerne reinkommen, aber ihr müsst natürlich zugehört haben. Hier ist der PC. Ja, zum Livestream. Ich muss ja irgendwo auch Livestream haben. Und dieses Fenster müssen wir von vor außen schauen, aber das ist das F, das ist das B, F, nein, das ist das C und das ist das B, genau. FC Basel natürlich, nicht FC Bayern oder so. Dann haben wir hier das Bett natürlich und der Schrank, ja, sogar mit Kleiderbügel drin. Hier haben wir noch mehr Schränke. Jo, und noch gute Bilder und so weiter. Einfach schön. So, jetzt kommen wir zum 19Gamer97, einer meiner besten Kumpels. Er hat leider nicht so viel Zeit. Er hat das alles im Survival-Modus gebaut und ich finde das cool. Also zum Teil hat er auch ein paar Sachen aus dem Kreativ-Modus genommen, aber sehr, sehr wenig. Also ihr seht, der baut richtig schön. Drinnen ist leider noch nichts, aber wenn er wieder Zeit hat, dann kann er natürlich da drin sicher auch noch etwas Cooles bauen. So, hier ist einfach die Biomgrenze. Wir wollten einfach ein Biom ändern schon mal. Es ist nicht so gut gelungen, aber ja, er hat wenig Zeit gehabt, das SLIC95. Er hat das gemacht. So, das Haus von King Mila. Er hat ja schon die Burg. Hier ist das Haus, das Survival-Haus. Und hier wohnt der Blackware. Backware. Ja, er ist auch drin. Er hat zum Beispiel eine Schmiede, also einen Ofen.
Weihnachtsofen gebaut, so. Lagerfeuer. Gut, dann kommen wir zum Schild. Das Schild haben wir, hat einer gemacht und ich habe es ein bisschen korrigiert. Das N hat er nämlich vergessen. Scheinbar einfach kurz hingeklickst. Und ich habe eine Sprechblase drauf gemacht und ja, scheinbar sind. Ah, es kann sein, dass es schon da ist. Ich muss mal kurz reloaden. Ja. Also die IP findet ihr unten. Ich werde es ganz am Anfang schreiben, damit ihr es gleich seht, gell? Das ist wirklich gerade nicht da. Hm, keine Ahnung. Eigentlich müsste es da sein. Da ist einfach, bin ich, einfach eingekleidet in Rot und Schwarz und eine Krone auf, also ein Goldhelm. Hier ist zum Beispiel einer endlich mal auch da. Scheinbar ist noch ein bisschen etwas verbuggt, weil die Plugins nicht 1.10.2 sind. Deshalb, weil irgendwie die Plugin-Entwickler gar nichts mehr machen, wollen wir auch eigene machen. Hier ist das Piratenschiff. Und hier ist der unendliche Brunnen. Ihr kennt ja sicher den, ja, den hängenden Garten von Babylon. Und hier ist er. Also einfach ein bisschen kleiner gemacht und so weiter. Ja, und für alle haben wir eine Hupfburg drauf gemacht. Twitter ignoriert einfach die NPCP, also NoG+-Meldungen. Die sind nur für mich und Seslik sichtbar. Und wir müssen das natürlich auch noch richtig einstellen. So, dann haben wir hier noch die verschiedenen Hilfestellungen und also Regeln, Hilfestellungen und Infos. Und hier haben wir zum Beispiel die Ränge. Der Owner ist der Gott, der Co-Owner oder Owner Plus ist der Teufel, dann die Admins sind die Engel, der Moderator ist Zauberer, die Spieler sind Kobold und neu ist der Bürger. So, ja, ich werde es ihm noch sagen, ich mache das mal kaputt, sonst bekomme ich noch ein paar Sachen. Hier habe ich noch ein paar Zelte hingebaut, ich und Seslik. Hier haben wir noch die, ja, Anbetung von mir. Das wollte Kev so gerne machen, der Kev Game mit dem Gott. Also meine Idee war es nicht, Gott zu werden, aber ja, ist doch gut, wenn der höchste Rang auch der höchste Rang im Real Life ist, oder? So, also gehen wir in das erste rein und das ist die Zukunftswelt. Hier dürft ihr Zukunftsrollenspiel, Zukunfts-PvP machen und so weiter. Wir haben hier schon mal ein Alchemielabor gemacht. Mit unten eine Cafeteria natürlich und ein Kundensender. Oben haben wir. Ich mach mal das aus. Haben wir eben die Alchemielabore. Und mit dem Kittel. Kittel gibt es auch hier. So. Mehr haben wir jetzt eigentlich noch nicht gemacht. Viele Leute haben noch nicht so viel Bock. Ich glaube, noch niemand hatte bisher Bock, mal hier zu beginnen. Ist ja auch noch nicht lange her, seitdem wir den Server öffentlich gemacht haben. Und dafür ist in der Fantasy-Welt viel gemacht worden von Alex Freeking. Der Alex Freeking liebt Fantasy, deshalb hat er diesen Turm gebaut mit Backwall zusammen eine Windmühle, die finde ich sehr schön. Die Windmühle hat unten eben die Presse zum Mehl quetschen und oben die Räte und so Sachen, den Trichter zum Getreide reintun. Hier hat er einen Markt gemacht, die verkaufen dann später wahrscheinlich auch Sachen. Dann der Tree of Fantasy. Einfach ein magischer Baum. Dann hat er hier irgendeine ein Haus gebaut. Das ist seine Villa, aber das ist irgendwie eine Schmiede. Okay, sehr schön. Und eine Mine, glaube ich. Eine Wassermühle sogar. Okay, wunderbar. Mal kurz reinschauen. Auch eine Schmiede drin.
Und hier hat er einfach ein Loch gemacht. Sehr schön. Ja, okay. Da ist die Mine, genau. Der Brunnen hat er noch gemacht. Und eben hier ist sein Haus. Hier steht's auch. Alex Viking, das Waldreich. Jo, und jederzeit dürft ihr natürlich hier auch in der Nähe bauen. Ich sollte das einfach schützen lassen von Admins. Jeder Admin kann das machen. Auch ich und Seslik natürlich. So. Dann sind wir schon mal hier. Dann gehen wir in die Wildwelt, hä? In die Wildwestwelt. Die Wildwestwelt besteht aus diesem Salon hier. Das hat noch einen zweiten Stock mit einem Billardtisch und so weiter. Und hier ist die Zeitung im Bau. Dann gibt es hier drüben, ich mach mal ein bisschen schneller. So. Hier drüben ist mein altes, aus der, ja, wo es noch whitelisted war, mein Let's Play gemacht habe. Hier haben wir zum Beispiel noch die Tiere, so, das ist die Wohnung von mir. Jo. Oben haben wir noch einen Alchemietisch. Und ich tue sehr viel mit den NPCs machen. Ich muss endlich mal weitermachen, aber mir fehlt so ein bisschen die Zeit. Ich wollte alle eigentlich so relativ dunkel machen, aber ich finde, es ist doch ein bisschen zu dunkel. Ja, die sind schon sehr weit, also es gibt schon sehr viele. Leider haben wir irgendwelche, wie ein Bug oder so, dass die Dorfbewohner keine Kinder bekommen oder es ihnen einfach nicht ausreicht. Ich kenne mich nicht damit so gut aus. Dann müssen wir noch mit Hohem Piraten. Oder ist das hier? Nein, das ist hier. Hier habe ich noch angefangen, einen Turm zu bauen und ein paar Pferde. Auf dieser Insel werde ich das Piratenreich machen, das Versteck vor allem. Und dort, wo wir waren, haben wir ja offene Piraten-Sachen. Da in dieser Richtung müssen wir. Also, das war die Westwelt, die wird natürlich auch sehr, ist auch sehr beliebt, aber ja, gewesen im Snapshot, wo wir hatten, aber die Welt konnten wir ja nicht weitermachen. Weil, wenn wir zurückmachen, sind halt Tiere und Schilder und so weg. Das war das größte Problem. Hier ist ein öffentlicher Amboss und hier ist natürlich die Scheune mit dem Traktor. Hier oben haben wir Heu und hier unten haben wir die Tiere. Das ist eben die Farmwelt. Hier haben wir zum Beispiel hier hinten ein Dorf mit einer Monsterfalle. Die Monsterfalle kann jeder benutzen, die ist frei zur Verfügung, kann ja auch jeder verbessern. Und ja, ist ein Zombie-Spawner übrigens. So, dann haben wir hier der Pferdestalle von Kev Gaming. Unterstrich Kev Gaming Unterstrich. Ist hier sein Haus. Ja, und eine Mine dahinter. In der Mine ist eine Schlucht. Da baut er wahrscheinlich alles auch noch sehr schön. Oh. Du machst mir Angst. Blödes Schwein. So, und hier ist der neue Wolf-Baby. Der baut noch, der ist ja schon relativ neu. Also, da haben wir auch noch ein Dorf und irgendwo in der Nähe auch noch und Wüstentempel und alles Mögliche. Hier haben wir sogar einen zweiten Durchgang. Da könnt ihr auch alles farmen. Und ein Farmnetter. In der Farmnetter dürft ihr natürlich farmen. Es gibt auch eine Baunette und eine Bauend, aber dort dürft ihr nicht farmen. So, jetzt machen wir noch zwischendurch kurz hier den Planeten. Hier könnt ihr nach oben gehen. Dann bekommt ihr hier das nette Portal zum Baunetter. Im Baunetter dürft ihr allesamt gut ja, bauen, schön bauen, speziell bauen. Hier ist das End, da gehen wir kurz später rein. Hier ist noch das Raumschiff von mir.
Es wird noch vier weitere Raumschiffe geben und sogar noch mehr Raumschiffe. Und ja. Eventuell von euch oder so. So. Hier dürfen die Admins bauen für einfach ein bisschen Verpflegung und so weiter. Hier könnt ihr wieder zurückgehen. Und hier dürfen dann alle User bauen, die auf den Server kommen. Hier dürft ihr auch die Sachen aus den Sachen nehmen, aber geht bitte nicht zu weit weg, damit alles einfach aufgedeckt wird, sonst haben wir dann plötzlich noch Lecks oder sonst irgendwas. Ich muss kurz zurück, hä? Sonst habe ich dann den Salat mit dem Abspann. So, dann gehen wir in die nächste Welt. Das ist, rot ist die, antike Welt. Also da dürft ihr antik bauen. Ist noch nicht viel los. Also die meisten sind halt bei World oder bei Farm. Aber wenn ihr der Erste sein wollt, der hier baut, dann dürft ihr natürlich auch hier bauen. Ich werde auf jeden Fall bald bauen. Aber ich muss natürlich in World auch sehr viel bauen. Deshalb geht es nicht so schnell. Also eben, der Server ist noch jung. Noch sehr jung. So, dann haben wir die moderne Welt. Hier dürft ihr natürlich modern bauen. Hier haben wir auch ein paar Grundstücke gemacht. Das hat Teigware gebaut. Hier dürft ihr also eins auswählen und dann bekommt ihr es. Oder einfach frei bauen. So, als nächstes haben wir noch die Mittelalterwelt. Das fehlt natürlich, weil Minecraft immer gerne im Mittelalter gebaut wird. Hier haben wir sogar eine Kuh, die jetzt weg ist. Gut, dann müssen wir die Kuh nochmal hinbringen. Eine neue Kuh hinbringen. Ja. Hier haben eigentlich noch sehr wenige gebaut. Ich glaube, ich bin der Einzige noch, der hier baut, wegen dem Let's Play. Livestream. Ich baue einen Leuchtturm. Der wird natürlich noch viel schöner aussehen und detaillierter. Aber zum Grundbau habe ich ihn mal so gebaut. Habe auch eine Schokolade hingebaut. Und hier drüben habe ich noch einen Amboss hingebaut. Weil es eine Amboss-Insel ist, also für mich sieht es aus wie ein Amboss. Sieht mega cool aus, weil ich es auch mit Pferden habe, so. Jo, 26.11. war das her. Und hier habe ich schon mal ein erstes Gebäude gebaut. Hier kommt ein Hafen hin. Und dann auch noch ein Militärhafen. Und hier drin ist eigentlich noch nicht so viel los. Weil ich das auch alles erst anfangen gehabt zu bauen. Hier kommen noch mehrere Stöcke oben drauf, Stockwerke. Hier habe ich einen Weg gebaut und eben geht heute alles ein bisschen lange, weil ich sehr viele Sachen Let's Play und Livestreame, habe ich nicht so viel Zeit. So, die nächste Welt gehört dem Park, einem Freizeitpark. Da dürft ihr frei bauen. Und hier haben wir zum Beispiel schon mal eine Achterbahn, die einfach noch nicht ausgeschmückt ist. Da muss noch der King Miller weitermachen. Hier haben wir mal einen Weg gebaut. Und hier haben wir auch, da ist das Portal. Also einen Infostand haben wir schon mal. Aber es gibt noch andere Stände natürlich. Und hier haben wir das Hotel. Da dürft ihr gerne übernachten oder so, etwas spielen. Das Hotel ist auch noch im Bau, also ist momentan noch nicht so viel los, natürlich. Hier haben wir zum Beispiel Köpfe, was das genau darstellen soll, weiß ich nicht, ein Aquarium oder sonst irgendwas. Die Rezeption haben wir hier, wo wir nicht rauskommen. Ja, hier haben wir zum Beispiel Zimmer und so weiter. Ja, im nächsten Stockwerk haben wir
auch noch viele Zimmer. Und etwas Spezielles dann, aber im nächsten Stockwerk haben wir auch noch ein Zimmer. Und einen öffentlichen Raum wahrscheinlich. Mit dem Drago Basa wieder. YouTube-Symbole. Der Kev wohnt hier scheinbar. Oder übernachtet hier. Er hat das auch gebaut. Wurde richtig schön. Also sehr detailliert und so weiter. Von außen sieht es halt ein bisschen noch normal. Also ja, einfach schlicht aus. Hier drinnen gibt es den Sucher. Hier müsst ihr ein paar Sachen suchen. Da habt ihr zum Beispiel, ah, es geht nach oben, es geht, ah, es geht nicht nach oben, es geht nach oben. So, dann können wir zum Beispiel hier runtergehen. Ah, das hat er verflixt gemacht. Dann werden wir noch ein bisschen Zeit brauchen, hä? Aber wir machen das natürlich so. Ja, hier müssen wir irgendwas suchen, hä? Oh, da unten ist ein Hopper. Oha. Da will er etwas klauen, hä? Ja, hier gibt es überall Geheimgänge und Schalter und so weiter. Also da könnt ihr ja, euch tot suchen. Ja. Wunderbar. Also das war jetzt einfach das meiste. Ich kann nochmal in den Bildnetter schauen. Und wie ihr es hier seht, bauen wir gerade den Süd- und Nordpol und hier Afrika und hier oben die Schweiz, also das Uhrenland. Hier ist zum Beispiel Gran Canaria, deshalb ein Vulkan, also glaube ich in La Palma ist der Vulkan. Und Deutschland ist natürlich das Reich der Diamantensuchtis, also Diamanten. Ja. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, sonst muss ich wirklich mich ein bisschen, naja. Ja, wir machen natürlich einen zweiten Part noch einen Monat später oder so, an Weihnachten. Machen wir das bei einem noch, also Heiligabend, gell? Hier haben wir zum Beispiel eine Karte, die glaube ich noch alt ist, ja, ja. Ist noch relativ alt. So. Also haben wir hier noch Wolkenkratzer und ja. Hier haben wir auch noch ein Versteck, das kann ich euch schon mittlerweile auch zeigen. Ja, das Bild ist sowieso bei mir weg. Könnt ihr reingehen und mal schauen, was dort hinten ist. So, und der heilige Baum müssen wir einfach zeigen. Der heilige Baum. Der God Tree of Drago Basler Theme, also Trademarks. Hat einfach ein paar Blumen. Ich kann es nicht anders darstellen. Ich muss ja Erde nehmen für die Blumen. Sonst hätte ich natürlich das einfach hier drauf gedrückt. Ja. Also. Das war's mit der ersten Servervorstellung. Ich hoffe, der Server wächst immer noch so schnell und Gebäude werden alle noch fertig. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Viele Plugins kommen noch nach. Es gibt wirklich viele Plugins, das könnt ihr kurz schauen. Geht gerade nicht. Ja, wir haben ungefähr 5 Seiten Plugins, also es kommen noch viel mehr. Hä? Also, ich bedanke mich fürs Schauen, gell? Bis zum nächsten Video oder Serververstellung oder was ihr auch schauen wollt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und tschüss, Leute!